Als ich 7 oder 8 war, hatte ich zu meiner Mutter gesagt, ich will bei den Olympischen Spielen starten. Und dann habe ich auch noch gesagt, dass ich natürlich gewinnen will. Sie hat bestimmt gelacht, als sie das gehört hatte. Und da war ich dann. Der Spitzenturner, der Typ, der immer die Nerven behält. Wenn man sich auf einen Turner verlassen kann, wenn es drauf ankommt, dann ist das... Oh, so was jemand sonst nie von haben möchten. Und ich konnte mit dem Druck einfach nicht umgehen. Das Gold ist mir so durch die Finger gerutscht. Für mich war in dem Moment die Welt einfach untergegangen. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Nichts sollte mich davon abhalten, Gold bei den Olympischen Spielen zu gewinnen. Ich bin jeden Tag meine Grenzen gegangen. Manchmal war ich so auf das Gewinn fokussiert, dass ich aufgehört habe, auf meinen Körper zu hören. In den Vorbereitungen für Rio ist mir eine Sehne in der Schulter gerissen. Jeder einzelne Tag war ein Kampf. Ich habe alles dafür gegeben. Ich habe mich konzentriert, ich habe auf meinen Körper gehört und ich habe die Balance gefunden. Two-time Olympic medalist on horizontal bars. Und dann endlich in Rio. Genau wie bei den Olympischen Spielen zuvor war ich wieder dabei. Aber dieses Mal habe ich genau gewusst, wie ich damit umzugehen habe. Und dann stand ich da, als Sieger. Fabian Hambrichen holt endlich das olympische Gold, von dem er geträumt hat. Ich hab's dir gesagt, Mama. Verfolge deinen Traum, egal was kommt.